Dass hier lauter wirklich motivierte Personen am Werken sind, ja, die Kollegen untereinander sehr gut zusammenhalten und alle in einem sehr dynamischen Umfeld auch sehr gut zusammenarbeiten. Ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, wie uns die Kunden auch sehr häufig sehen oder haben wollen, ist so das typische Bild der eierlegenden Wollmilchsau. Auch wenn man das nicht immer erfüllen kann, aber wir tun unser Bestes und auch alle unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert, da hinten auch dieses Bild bestmöglich erfüllen zu können. Sicherlich sehr, sehr spannende internationale Projekte und Projektmöglichkeiten, die durchaus sehr, sehr breiten Entwicklungsmöglichkeiten, die man hat, die speziell für Studienabsolventen und Young Professionals sehr, sehr interessant sind. Und natürlich auch, und das ist so ein ganz wichtiger Wert auch bei uns, so dieses Team Spirit, also der Zusammenhalt zwischen den Kollegen, der ist ein ganz wichtiger Punkt. Was für manche vielleicht auch eine Schattenseite ist, also eine Ecke und Kante ist, ist die hohe Reisebereitschaft, die wir erfordern. Wir haben sehr, sehr spannende internationale Projekte, wo wir auch vor Ort sind bei den Kunden in ganz Europa verteilt. Erfordert natürlich auch beim Kunden vor Ort zu sein, nur dann kann man die beste Beratungsleistung erbringen. Heißt aber auch am Montag in der Früh in den Flieger zu steigen, am Donnerstagabend erst wieder retour zu kommen. Das kann über die Dauer hinweg schon anstrengend sein, aber ich glaube, die interessante Erfahrung, die man macht, macht das auch wieder mit. Nicht eine gewisse Leidenschaft zu zeigen für die Themen, die wir bearbeiten. Das ist ganz wichtig. All unsere Mitarbeiter sind mit einer großen Leidenschaft mit dabei und eine gewisse Eigeninitiative auch zu zeigen. Dann kann man wirklich dieses Potenzial auch ausschöpfen, das wir bei unseren Entwicklungsmöglichkeiten auch anbieten. Das wäre mal ganz, ganz wichtig, eine hohe Lernbereitschaft. Wir bieten sehr viel an Entwicklungsmöglichkeiten, an Schulungsmöglichkeiten. Die muss man auch wahrnehmen können. Das heißt, die Lernbereitschaft ist ganz wichtig. Eine hohe Eigeninitiative, Eigenmotivation natürlich auch. Und ganz wichtig, so diesen Team-Spirit, den wir als Wert haben, den auch zu leben, also mit den Kollegen sehr gut zusammenarbeiten zu können. Weil wir als Capgemini einfach sehr, sehr breite Entwicklungsmöglichkeiten anbieten können, sei es jetzt, dass man Richtung Projektmanagement gehen will, sei es jetzt, dass man sich in einer Softwareentwicklung verwirklichen will, in der Prozessberatung, im Change Management Fuß zu fassen. Das heißt, da kann man sich sehr, sehr breit entfalten, entwickeln und ich denke, das macht es aus, einfach, dass man da gewisse Möglichkeiten hat und nicht auf der Stelle tappen muss. Also ich am ersten Tag im Endeffekt schon mit wirklich offenen Armen in einem sehr angenehmen Arbeitsklima aufgenommen worden bin und von da weg an wirklich sehr viele Lernchancen, Entwicklungschancen, Aufstiegschancen vorgefunden habe und dann in der Zeit einfach ja, viel gelernt habe und vor allem auch Kollegen und neue Freunde gefunden habe und ich denke, das war so ein sehr großes Highlight. Unser Slogan ist People Matter, Results Count. Also auch wenn die Ergebnisse natürlich wichtig sind, die wir für den Kunden erzielen, in der höchsten Professionalität, die wir abliefern können, aber das ist nur möglich, wenn die Mitarbeiter da auch im Vordergrund stehen. Das heißt, deren individuelle Bedürfnisse sollen im Vordergrund stehen und das ist dann ganz wichtig. Nur dann können wir die Ergebnisse erzielen.